Hallo, spreche ich mit Mr. William Bailey? Ja, am Apparat und Sie sind? Mein Name ist Michael Arthate. Ich bin Journalist bei einer Lokalzeitung in Rothbury. Verstehe. Und worum geht's denn? Sie waren doch früher Polizeichef dieser Stadt, stimmt's? Und Sie haben die Ermittlungen in einem berühmten oder besser gesagt berüchtigten Fall geleitet. Ach, verdammt nochmal, sagen Sie bloß nicht, es geht um James Blackwood. Nun, ja, ich schreibe einen Artikel für meine Zeitung, die berühmtesten Polizeifälle von Northumberland. Haben Sie eine Ahnung, wie oft ich das schon erzählt habe? Gehen Sie doch in die nächste Bibliothek. Da finden Sie bestimmt genug Informationen über Blackwood. Oh Gott, jetzt haben wir die Wahl. Bitte, Mr. Bailey, ich flehe Sie an. Dieser Fall ist hochinteressant. Ich würde das Erste wählen. Dieser Fall ist hochinteressant. Ich will keine langweiligen Notizen lesen, die irgendjemand vor 15 Jahren aufgeschrieben hat. Ich nehme meine Arbeit sehr, sehr ernst. Und ich brauche möglichst alle Einzelheiten. Bitte. Und was wollen Sie wissen? Also, als Erstes. Was genau hat Eva Mariani gesehen? Sie hat genug gesehen. James Blackwood schleifte etwas zu einem gegrabenen Loch im Dach. Zuerst wusste Mrs. Mariani nicht, was es war, aber dann erkannte sie es als die verstümmelte Leiche von Catherine Blackwood. Und Blackwood wurde automatisch für schuldig befunden? Ach, mein Junge, er ist dabei erwischt worden, wie er seine Frau begraben hat. Warum wurde James Blackwood nie vor Gericht gestellt? Ach, jemand, der so berühmt war wie James Blackwood, hat Möglichkeiten, die Justiz zu umgehen. Nicht aber die Gerechtigkeit. Und James Blackwood ist Gerechtigkeit widerfahren. Gerechtigkeit? Inwiefern? Er starb kurz nach der Anklageerhebung. Müssen Sie doch wissen. Was wurde aus Dr. Christopher Milton? Woher soll ich das wissen? Dieser schleimige Wurm hatte garantiert Dreck am Stecken. Ich konnte ihm aber nichts nachweisen, obwohl ich jahrelang gegen ihn ermittelt habe. Schade, dass wir ihn nicht so belasten konnten wie James Blackwood. Wollen Sie damit sagen, er könnte etwas mit dem Mord zu tun gehabt haben? Blackwood und Milton waren enge Freunde. Milton tat alles, um seinen Freund zu helfen. Ja, sogar um ihn nach seinem Tod zu entlasten. Ziehen Sie Ihre Schlüsse. Und wurde Catherine Blackwoods Todesursache je geklärt? Zum Teil ja. Mrs. Mariani hat gesehen, dass ihr der Hals aufgeschlitzt worden war. Aufgerissen, hat sie gesagt. Oh Mann. Muss schrecklich gewesen sein für das arme Mädchen. Trotzdem, das klingt alles so vage. Als ob etwas fehlt. Zweifeln Sie etwa meine Arbeit an, mein Junge? Nein, nein, Sir. Überhaupt nicht. Ich werde noch nicht schlau aus dem Ganzen. Warum gab es zum Beispiel keine Autopsie? Eine Autopsie? An wem? Ach, bitte, Sir, das ist mir sehr wichtig. Und ich könnte Ihre Hilfe wirklich gut gebrauchen. Ich versuche, die Teile dieses Rätsels zusammenzusetzen. Rätsel? Was für ein Rätsel? Sie sind wohl einer von diesen Haarspaltern, was? Ich verstehe nicht ganz, Sir. Hören Sie, mein Sohn. Dieses kaltblütige Schwein hat seine Frau ermordet. Gott weiß warum. Aber er und sein Arztfreund taten ihr Bestes, um unsere Ermittlungen zu behindern. Man muss kein Meisterdetektiv sein, um zu kapieren, dass Blackwood es getan hat. Ja. Wieder, hinter jedem Mord steckt ein Motiv oder es muss noch etwas dahinter stecken. Ich nehme wieder das Erste. Hinter jedem Mord steckt ein Motiv. Niemand hat je herausgefunden, warum Blackwood das tat, was er getan hat. Ach, Psychopathen brauchen kein Motiv und James Blackwood war einer. Na gut. Wie hat denn Blackwood reagiert, als sie seine Frau aus der Erde zogen? Wie bitte?
Ich meine Catherine Blackwoods Leiche, als sie im Garten des Herrenhauses ausgegraben haben. Ich sagte doch, sie haben die Ermittlungen behindert. Wir haben es nie geschafft, auch nur einen Fuß auf das Gut zu setzen. Was sind Sie eigentlich für ein Journalist, verdammt? Aber soll das heißen, Sie haben die Leiche nie gefunden? Genau das soll es heißen. Und jetzt, wenn es Ihnen nichts ausmacht? Aber warten Sie, das ergibt keinen Sinn. Hören Sie auf, meine Zeit zu verschwenden, verdammt. Ich habe meinen Ruhestand genossen, bis Sie auf die Idee kamen, mich anzurufen. Ich will nie wieder von diesem Fall hören. Bitte, Mr. Bailey, legen Sie nicht... Lassen Sie mich in Ruhe. Oh Mann. Das sind Neuigkeiten. Das sind verdammt gute Neuigkeiten. Was heißt hier gute? Ich meine sehr viel Information. Das finde ich daran gut. Das wird scheiße ernst, das Ganze hier. Das Dienstmädchen soll also beobachtet haben, wie Mr. Blackwood seine Frau begraben hat. Sie hat sogar gesehen, wie er ihren Hals aufgeschlitzt hat. Nein, sogar aufgerissen. Und aufgerissen hat mich gleich wieder an diesen afrikanischen Stamm der Dalmar erinnert. Muss ich zugeben. Und Christopher Milton, enger Freund von Mr. Blackwood, hat also versucht mitzuhelfen, seine Unschuld zu beweisen. Doch jetzt kommt mir wieder dieser Brief von Christopher Milton an Catherine Blackwood in den Sinn. Das heißt, er muss doch mit Catherine Blackwood auch was am Hut gehabt haben. Ich meine, die beiden haben auch irgendwas vor James Blackwood verheimlicht. Das ist alles unglaublich. Und der Höhepunkt ist natürlich, dass die das damals gar nicht geschafft haben, hier überhaupt herzugelangen und dass sie die Leiche auch überhaupt gar nicht gefunden haben. Catherine Blackwoods Leiche wurde nicht gefunden. Freunde, jetzt frage ich mich, wer zur Hölle ist diese Leiche denn dort hinten in der Krypta? Ist das dann wahrscheinlich doch James Blackwood, der dort hinten in der Krypta ist? Oder ist das vielleicht das Dienstmädchen, das sie dort doch noch umgebracht haben und dort reingelegt haben? Soweit ich mich erinnern kann, hatte diese Leiche einen entsetzten Ausdruck. Haare hat sie ja sowieso gar nicht mehr, aber ich kann mir das irgendwie gar nicht... Also Blackwood ist an Herzversagen verstorben. Ich bin gerade total weg, weil... Also Catherine Blackwood liegt da hinten nicht. Das muss wer anders sein. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass das Mr. Blackwood ist, der da hinten liegt. Ich habe einfach im Moment keine Ahnung. Vielleicht ist es doch das Dienstmädchen. Jedenfalls bei dem ganzen Gespräch ist mir wieder in den Sinn gekommen, dass wir doch, und da ist es tatsächlich auch, ich kann es kaum erwarten, den Brief zu lesen. Ich muss mir allerdings merken, später über eine Lohnerhöhung für Barbara nachzudenken. Tatsächlich, wir haben ja diesen italienischen Brief zu Barbara geschickt, damit sie es übersetzen soll. Und jetzt hat sie uns den übersetzten Brief ja wieder zurückgeschickt. Das heißt, wir können jetzt sofort lesen, was das Dienstmädchen Mrs. Eva Mariani in diesem Brief geschrieben hat. Ist das nicht mal richtig interessant? 28. April 1963. Liebe Mutter, ich habe heute Vormittag einige Besorgungen für die Familie Blackwood gemacht und unterwegs ging mir vieles durch den Kopf. Ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Ich will nach Hause kommen. Hier ist es nicht besser geworden. Alle benehmen sich so sonderbar und versuchen, mir aus dem Weg zu gehen. Ich verstehe es, dass sie den Tod ihres Sohnes schwer nehmen, aber inzwischen ist das fast 2 Jahre her. Ich fühle mich hier fremd. Ich gehöre nicht mehr hierher. Und nachts kann ich kaum schlafen. Hier ist es zu unruhig. Ständig höre ich, wie sich jemand im Haus bewegt. Und das genügt mich. Und das zermürbt mich.
Ich habe das Gefühl, dass hier etwas Schreckliches vorgeht. Und ich will so weit wie möglich von hier weg. Ich werde Mrs. Blackwood vermissen, denn sie ist immer nett zu mir gewesen. Aber ich habe Angst, dass meine Gesundheit auf dem Spiel steht. Und ich habe einige seltsame Dinge gesehen. Ich kann es nicht erklären, aber ich glaube, jemand hat etwas ganz Schlimmes gemacht. Dieser Dr. Milton ist häufig zu Besuch. Er verbringt viele Stunden im Gespräch mit Mr. Blackwood und ich darf nicht ins obere Stockwerk. Allerdings habe ich dort heimlich Fotos gemacht. Hoffentlich regt dich das nicht auf. Aber keine Sorge, sie sind gut versteckt unten, unter einer losen Diele unter meinem Nachttisch. Bitte, Mutter, verzeih mir. Ich weiß, ich hätte auf dich hören sollen. Es ist nicht so, dass ich störrisch bin. Ich wollte nur abwarten und sehen, ob es hier etwas besser wird. Ist es aber nicht geworden. Und deshalb möchte ich wieder zu dir ziehen, bis ich etwas Neues gefunden habe. Ruf mich so bald wie möglich an. Für gewöhnlich bin ich bis nachmittags von 5 in der Stadt. Aber ich bin häufig früher zurück. Ich will hier nur weg. Ich muss gestehen, dass ich wirklich Angst habe. Ich warte auf deinen Anruf und bitte beeil dich. Liebe Grüße, Eva. Eva Mariani hat einen Brief an ihre Mutter geschrieben, dass sie so schnell wie möglich von hier weg will. Das hängt wahrscheinlich mit dem Mord zusammen. Interessant ist auch wieder, dass Christopher Milton erwähnt wird. Und das Interessanteste ist natürlich, dass sie Fotos gemacht hat, die sie unter ihrem Nachttisch versteckt hat. Und diese Fotos, die sehen wir uns beim nächsten Mal an, würde ich sagen, wenn wir sie denn finden.